So, und da sind wir. Das ist der große Favorit des Dunking-Wettbewerbs. Und beim ersten Versuch, da deutet das gleich mal an, dass er das zurecht ist. Jens Uwe Gordon, der Mann vom TTL Basketball Bamberg und seine Mannschaftskameraden, die lassen unter der Saison schon häufiger mal so Sprüche ab und sagen, meine Güte, wenn der einmal fliegt, ist er kaum noch zu stoppen. Weiterer Teilnehmer, Brian Hendrick aus Ludwigsburg. Auch einer, der über viel, viel Sprungkraft verfügt, wie man hier sehen kann. Das Ganze lief übrigens mit einer Vorrunde. Alle hatten drei Versuche. Zwei von vier Teilnehmern kamen dann ins Finale. Karim Au, gebürtiger Senegalese mit deutschem Pass, spielt im berühmtesten Basketballdorf Deutschlands in Oberelchingen. Und auch dieser Dunking nicht von schlechten Eltern. Karim Au. Ja, zum Genießen nochmal von oben. Ich kann es vorwegnehmen, die beiden herausragenden Akteure waren Jens-Uwe Gordon und dieser Mann hier vom SSV Ratio Farm Ulm, Mike Knör. Die Jury unter anderem dabei, zweiter von links, Bernd Röder, ehemaliger Assistenztrainer der deutschen A-Nationalmannschaft der Herren. Und wie schon gesagt, der Herr hier aus Ulm vom SSV, Mike Knör, und dieser Herr, Jens-Uwe Gordon, sie waren die absolut dominierenden Dunker. Wenn ich das mal so sagen darf, die Halle hier in Karlsruhe, rund 4000 Fans, die standen alle Kopf, wenn Jens-Uwe Gordon zum Flug, so kann man es wohl beschreiben, ansetzte. Da konnte man fast Flying Henning Harnisch in Vergessenheit geraten sehen, wenn Jens-Uwe Gordon abhob. Der beste Flieger dieses Slam Dunk Contests, da waren sich alle Zuschauer einig. Mike Knör mühte sich redlich, auch was er zu bieten hatte, weiß Gott nicht schlecht. Aber vielleicht schon ein dezenter Hinweis vom Ulmer Spieler. Die Kamera gehört nicht zu mir. Probleme bei Bernd Röder mit seiner Ziffer. Also die Kamera gehört nicht zu mir, sondern vielleicht doch zu Jens-Uwe Gordon, der hier eine Wahnsinns-Dunking-Show abzog. Der Mann mit der hohen Stirn, hätte ich fast gesagt. Aber ich glaube, da ist kein Härchen mehr oben drauf. Kahl rasiert, Jens-Uwe Gordon. Deutsche Mutter oder deutschstämmige Mutter. Und die muss Sprungfedern in den Genen gehabt haben, denn was der hier abgeliefert hat, unglaublich. Die Dank von Jens-Uwe Gordon und ich nehme es vorweg, man konnte es erkennen, Gordon war der beste Dunker dieses Slam Dunk Wettbewerbs. Beim siebten All-Star-Spiel hier in Karlsruhe, Platz 2 ging an Mike Knör, aber Jens-Uwe Gordon eindeutig der Beste, da hat es immer Zehner gehagelt, obwohl Knör auch sehr, sehr gut stopfte, wie die Basketballer ja sagen. Am Ende unter dem Jubel der Cheerleaders und der Fans, der Sieger Jens-Uwe Gordon.